Moin Leute, herzlich willkommen. Wir gehen wieder rein. Wir waren beim letzten Mal bei der Rast stehen geblieben. Wir hatten den Schmied gefunden, mit dem können wir leider noch nicht viel anfangen und wir können halt auch nicht viel machen, ne? Wir haben halt schon ein bisschen was probiert, aber wir gucken mal. Müssen wir den ja jetzt auch noch Nahrung mit reinballern, wa? Ich habe zwei Leute am Feuer sitzen, damit müssten wir eigentlich bei voller Nahrung, glaube ich, auf 15 kommen, ne? Das heißt, ich brauche die nicht über. Strapazieren, ne? Genau. 15, 10 hinzugewonnen. Zwei von den Reparaturwerkzeugen. Das ist sehr gut. Einen Gelehrten haben wir nicht. Weiß auch noch nicht, wie wir einen Gelehrten kriegen würden. Okay, was ist hier los? Okay, da bin ich in der Ecke gebackt. Ich würde gerne wissen, gegen wie viel ich kämpfen muss. Ist das machbar? Das sah nach drei Trupps aus, ne? Okay. Warum sehe ich nicht, was bei Kämpfen wäre? Wenn ich jetzt auf Kämpfen. Warte mal, es gab doch irgendwie. Es gab doch irgendwie Quicksave, ne? Was war Quicksave? Okay, ich kann hier keinen Quicksave machen. Das ist ärgerlich. Okay, ich glaube, die sehen mir alle ein bisschen krass aus, ne? Die Frage ist halt, ob ich hier zurückkomme oder nicht. Will ich. Ärger mit denen. Ich glaube, ich will keinen Ärger mit denen. Obwohl. Doch, wir kämpfen. Komm. Wir kämpfen. Das ist, glaube ich, machbar. So, wen haben wir denn hier? Wir haben erst den Kollegen und dann den Kollegen. Wo sind unsere anderen Leute? Hier. Ich will aber eigentlich nicht zwischen denen stehen. Okay, bis wohin können die laufen? Die kämen nicht ran. Der käme ran. Okay, das war der Bogenschütze da hinten. Das ist der. Als erstes ist der dran. Okay, der kann laufen bis da. Das heißt, also theoretisch können wir doch. Guck mal, wir sind voll mit Punkten, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich hier durchschießen kann. Das ist noch das Problem, ne? Okay, da kann ich locker durchschießen. Schade, keinen kritischen. Machen wir das so, ne? Die hier hinten an uns rangelaufen sind, dauert ewig und 3 Tage. Ach, guck mal, er macht auch. Wow, es ist immer noch der da oben als erstes dran, ne? Machen wir hier doppeltes Sperrfeuer. Mal gucken, was die Jungs dazu sagen.
Ist halt die Sache, ich kann mich nicht da vorstellen, ne? Machen wir das einmal so. Sehr schön. Babam, alle einmal voll, ne? Dann stellen wir den hier nach vorne. Ach shit, wir hätten das Parieren nehmen können, ne? Obwohl, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Gehen schon mal langsam in die Richtung vorne. Er müsste ja theoretisch, wenn er da runterkommt, auch zweimal gehittet werden. Sehr gut. Ja, und ihr lauft schon mal komplett in die Range rein. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Der da oben ist als erstes dran. Der Damage, ne? Also wenn die beiden Bogenschützen, sag ich mal, genug Fälligkeitspunkte haben, ist das echt unfair. Dann kannst du ja halt wirklich über die Defensive alles machen. Dann laufen wir einfach wieder zurück und warten, bis er kommt. Ja, okay, dass ich da jetzt drüber nachdenken musste, ob ich gegen die fight oder nicht, war auch lächerlich, oder? Okay, da kommen die nächsten. Okay, die sind jetzt Stufe 3, aber auch nur zu dritt. Müssen wir jetzt hier einmal gegen alle durchweg durchfighten, wa? So, jetzt habe ich aber keinerlei Punkte mehr. Okay, wir sind jetzt doch zu viert. Stand da nicht gerade nur drei? Na, wer ist als erstes dran? Der Bogenschützentyp. Dann ist der dran. Okay, auf welche Seite gehen wir? Ich würde sagen, wir gehen auf die Seite. Okay. Und wir machen das so. So, der ist als erstes dran. Die werden alle an mich ranlaufen können, ne? Ah, die werden alle an mich ranlaufen können. 4x6 Schaden zu. Eieiei.
Und wir haben natürlich keinerlei Punkte. Dann hätten wir den. Gehen wieder ein paar Schritte zurück, ne? Hit and Run. Ah, hätte sie nicht critten können. Schade. Okay. Er geht auf Anvisieren. Das heißt, wir dürfen uns nicht bewegen. Das Problem ist aber, der ist als nächstes dran. Stehe ich mit dem schon drin, wenn ich mit dem weglaufe? Das ist eine sehr gute Frage, ne? Die Einheit erhält Ablenken. Ist halt jetzt die Frage, ne? Laufe ich oder laufe ich nicht? Theoretisch müsste der den angreifen, ne? Ich würde jetzt mal auf Risiko gehen und nicht laufen und guck mal, was passiert. Okay. Blutungsschaden ist nicht so geil. Komm natürlich nicht an ihn ran. Dann gehen wir jetzt aber mit ihm an ihn ran, wa? Oder wir heben das da hinten auf. Der ist als nächstes dran, der Duellant. Okay, der Duellant macht was? Abfangen? Okay, aber wir können da nicht rein und wieder rauslaufen, ne? Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Kriegen wir den getötet? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Na, ich verwickel mich halt in den Fight, ne? Ich kann auch nur ihn angreifen mit der Fackel. Das will ich aber nicht. Wir verwickeln ihn mal und gucken mal, was wir jetzt hier kriegen. Alles nicht so geil, ne? Der stört mich gerade extrem. Als nächstes ist er dran. Das ist nicht wahr, ne? Hätte ich mir auch sparen können dann. Okay, das könnte doch ein bisschen hart werden, glaube ich, aber wir gucken mal. So, er ist als nächstes dran. Kommen wir aber nicht wirklich hin. Wo läuft er hin? Er könnte da oben nicht wirklich an mich rankommen, ne? Das heißt, dann versuchen wir erstmal den hier rauszunehmen. Achso, jetzt sind wir im Kampf verwickelt, okay. Ich hatte erst auf den die Rauchbombe werfen müssen. Shit, okay, Fehler wurden begangen. Ich hoffe, er ist nicht tot. Er lebt echt gefährlich.
78. 100. Okay, damit ist er schon mal aus dem Kampf gelöst. Das gefällt mir sehr gut. Und dann gehen wir hier auf Sperrfeuer. Ich will die nicht in den Kampf verwickeln. Ich will auch nicht, dass die mich gleich hitten. Okay. Wäre es sinnig, mit dem hier wegzurennen? Ich denke, ne? Kriegen auf jeden Fall nochmal beide Feuerschaden und dann versuchen wir so weit wie möglich hier hinwegzukommen. Und gucken mal, was passiert, wenn wir Pech haben. Okay, gut. Das hat gepasst. Als nächstes ist er dort hinten dran. Ich könnte mit ihm nach dahin laufen, würde ich aber noch Gift kriegen. Gift wollen wir nicht haben. Ich glaube, wir spielen safe. Okay, ich weiß halt noch nicht, was gleich bei ihr mit dem Blutungsschaden passiert. Hämophil, okay. Müssen wir mal nachher gucken, was Hämophil ist, wa? Aber ich treffe meinen ja nicht, ne? Na, okay. Alter, dieser Stab ist ekelhaft. So, dann kriegt der hier auf jeden Fall nochmal einen Umzingelstatus, obwohl ich will mit dem gar nicht dahin, ne? Wenn ich den bewege. Nein, 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 nein. Gut. Ich töte meinen. Ich will meinen nicht töten. Okay, die Wirbelwandattacke ist in dem Sinne leider echt bescheiden. Damit treffe ich jetzt auch meinen. Damit könnte ich da durchzwirbeln. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle plündern, alle behandeln. Jo, drei Medizin rein. Das Problem ist halt echt, wir müssen unbedingt mehr Werkzeuge holen, ne? Und da rennt der nächste in uns rein. Okay, die sind jetzt nur Stufe 2. Die anderen waren gerade Stufe 3. Dann kriegen wir die doch locker hin, auch wenn es 4 sind, oder? Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die uns permanent in uns reinrennen und uns angreifen, ne? Solange wir den Typen bei uns haben. So, wer ist als erstes dran? Da unten. Hier unten würden wir sehr, sehr verstreut stehen. Da oben kriegen wir nicht alle hin. Kriegen nur da unten alle hin. Okay. Aber das ist ja nicht schlimm.
So. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wollen wir ihn vorne stehen haben? Nein, wir wollen ihn vorne stehen haben, weil die gehen nämlich alle auf ihn drauf. Als erstes ist der Bogenschütze dran. Okay, dann ist der da hinten dran, der wird ewig weit laufen müssen, dann ist er dran. Okay, das heißt, wir müssen erst den Bogenschützen rausnehmen. Wir haben natürlich wieder keinerlei Punkte. Dann werden wir auch gegen den Bogenschützen nicht viel machen können, oder? Nicht gekrittet. Gehen hinter ihnen so ein bisschen. Okay. Bis wohin kann der laufen? Ja, wir müssen da unten unbedingt unsere Leute frei kriegen. Bin mir halt nicht sicher, weil der kann, glaube ich, die Attacke geht ja so ein bisschen über, ne? Ah, die hat Range. Das heißt, der wird auf jeden Fall hier an uns rankommen. Bin mir halt gerade nicht sicher, was das Beste ist, wo ich hinlaufen kann, ne? Aber ich würde jetzt irgendwie, glaube ich, unsere Leute hier. Das tat weh. Das tat ordentlich weh. Okay, der dort ist als nächstes dran. Den können wir auf jeden Fall hier in den Kampf verwickeln. Und schon mal einmal ordentlich Damage machen. Ah, fuck it. Da wollte ich nicht drauf drücken. Ach Mann, ey, ich bin dumm. Angreifen. Ja, die Fackel ist ganz geil, aber nur wenn du in mehreren Leuten drin stehst, ne? Muss man leider so sagen. So, kriegen wir wenigstens nochmal eine Attacke durch, ne? So, als erstes ist der dran. Dann will ich den wieder in den Kampf verwickeln? Ja, eigentlich schon, ne? Darf halt nur diesmal nicht so dumm sein und provozieren wir direkt wieder mit dem Punkt. Er kommt da nicht durch, okay.
Ich komme da halt nicht durch, ne? Was soll ich machen? Okay, er ist immer noch der da oben. Der ist danach dran. Ich komme da nicht vorbei. Nice. Können wir einen hier hintergehen? Ist auch hämophil, okay. Ich kann halt nicht da hinten durchlaufen, ne? Kann den hier auf jeden Fall killen. Dann kann ich nur versuchen. Ah, ne, bringt nichts. Wir haben auch keine Rüstung mehr, ne? Da ist alles schlecht, was hier gerade passiert. Irgendwie. Gehen wir in die Verteidigungshaltung und lassen die Jungs kommen, ne? Okay, das war jetzt nicht so clever, wenn ich ehrlich bin. Von ihm. Okay, das bricht das auf jeden Fall nicht ab. Okay, gut zu wissen. So, aber das ist wichtig, damit die anderen sich bewegen können, ne? Aber die Frage ist halt, ich mache es mal, weil wie gesagt, die Fertigkeitspunkte übernehmen wir eh nicht mit in den nächsten Kampf. Und mal gucken. Ah, er rennt zu ihm hin, schade. Will den ja nicht in den Kampf verwickeln, ne? So. Blopp. Und weg. Ja, er hat nur 12 und er kriegt wie viel Blutungsschaden? 9. Alles halt nicht so mega gut, ne? Provozieren wir ihn noch mal. Und dann versuchen wir ihn hier von hinten zu backstabben. Sehr gut. Okay, damit sollten wir jetzt hoffentlich alle gewonnen haben, oder? Meine Fresse, ey, was wir hier alles machen müssen, nur um den einen Schmied zu beschützen, ne? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Kann ich hier einen Haken setzen? Nein, kann ich natürlich nicht. Aber wir können einfach flüchten. Okay. Okay, die hier hinten wollte einen Schmied haben. Wir bringen ihr den Schmied, bevor wir hier weiter mit dem rumrennen. Ey, das ist ja. Will nicht sagen Vollkatastrophe, aber. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben noch für 5 Tage Nahrung. Schnell da rein, bevor die uns sehen.
So, Sera wollte einen Schmied, ne? Handwerker. Oh, so. Na, aber gleich laufen sie herab. Hier ist ein sehr begabter Handwerker, hier eure Belohnung. Sehr gut. Da ist wieder Hanf. Aber sonst gab es hier nichts, ne? Ne. Okay. So, lass mal gucken. Wir haben ja wieder massig neue Sachen gekriegt, ne? Wobei das immer das gleiche ist. Abwehr und Rüstung. Okay, minus 2 Bewegung. Aber dafür 14 Abwehr und 2 Rüstung plus, ne? Ich glaube, das nehmen wir. Weil das hier ist nämlich eine leichte Rüstung, die haben wir dann vielleicht irgendwo anders drin, ne? Was ist das hier? Schlaghagel. Achso, das ist so eine. Stärke plus 8 und Schlaghagel. So, und wir haben zwei neue Bögen. Okay. So, Bewegung und Rüstung. Rüstung ist halt einfach plus 10, ne? Geschicklichkeit plus 3 und wir würden Schuss. Schuss ist weg, Sperrfeuer und der kriegt Feuerbefehl, Fertigkeit. Was ist Feuerbefehl, Fertigkeit? Sieht einen bestimmten Bereich an, führt einen Gelegenheitsangriff auf den ersten Gegner aus, der den Bereich betritt. Okay, das ist ein Standardangriff, also das heißt, ich habe keinen ersten Angriff mehr. Das heißt also, eigentlich bringt mir auch Versiertheit dann gar nichts mehr mit dem Bogen, ne? Ich weiß aber auch gar nicht, woher wir Versiertheit haben. Okay, das wäre das in abgeflachter Form. Will ich das? Er hat halt nur den normalen Schuss mit 18 bis 14. Aber er macht zwar nur 5 bis 14, aber macht unter Umständen 2 Schüsse. So, die Frage ist halt, kann ich den Schuss damit auch erhöhen? Also kann ich, ne? Aber da steht halt nicht, wie viel Schaden der Gelegenheitsangriff macht. Ah, ich glaube, ich würde bei dem direkten Schuss bleiben. Das ist sonst zu viel statisch, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist sonst zu viel statisch. Okay, aber hier hatten wir doch auch eine Händlerin, genau. So. Verkaufen, verkaufen. Die würde ich auch verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Was haben wir hier noch? Das ist noch ein Helm, ne? Den müssen wir gleich mal gucken, ob der Helm irgendjemandem passen würde. Er hat halt ein Schmuckstück. Ich weiß halt noch nicht, was ich mit den Schmuckstücken mache, ne? Sind Schmuckstücke einfach nur zum Verkaufen? Na, 5 Medizin haben wir noch. Aber wir müssen jetzt mal gucken, was können wir noch mit dem Helm machen? Kann er hier statt der Kappe diesen Helm tragen? Salbe des Legionärs, sie ist eine Runde lang gerinnungshemmende Waffe. Alle Angriffe bewirken Blutung. Das ist natürlich für eine Keule stark, ne?
Aber Schaden gegen vergiftete Einheiten um 25% erhöht. Kommt raus. Ja, komm, er kriegt das, weil er macht ja auch den Rüstungskram zurückschlagend. Und Giftschaden zu und bewirkt Gift. Okay. Kriegt sie die Kappe? So, aber was konnten wir jetzt noch mit? Gegenstand kann nicht ausgerüstet werden. Okay, und was hatten wir hier noch? Was haben wir denn hier noch, was ausgerüstet werden kann? Komponenten, das sind alles Komponenten. Und das sind Schmuckstücke. Schmuckstücke können aber auch nicht ausgerüstet werden. Okay. Was auch immer das heißen soll. Hat die ihre Sichel schon? Hat die nur eine bestimmte Aufladung, die Sichel? Wahrscheinlich, wenn ich die schmeiße, ist die weg, ne? Okay, den haben wir auf jeden Fall hier schon mal abgegeben. Und wir müssen unbedingt nochmal wieder zurück in der Stadt, ne? Ich glaube, wir haben hier noch 400 von Auftragsbelohnung. Wir müssen nochmal zurück nach Stromkap. Ich weiß aber gerade nicht, wie wir an denen hier vorbei sollen, vernünftig. Wir müssen sowieso nochmal rasten. Würde ich sagen, rasten wir hier nochmal. Machen zwei Seile für Erfahrung. Dietriche haben wir noch genug. Okay. Also davon haben wir alles noch genug. Das passt alles so. Soll er hier auch nochmal irgendwie einen zufälligen Bonus kriegen? Ich glaube, Essen können wir immer noch nichts machen. Haben wir immer noch nichts wieder gefunden? Nein, haben wir nicht. Okay. Aber kann ich ihn trotzdem daran stehen lassen und am nächsten Tag einfach wieder an den Banner setzen? Ja, ne? Keine Ahnung. Erstmal die Kadaver wegfuttern. Die Bohnen geben 4. So, machen wir wie gesagt ein bisschen drüber. Überhebt alle gestohlenen Gegenstände, einschließlich der Ausrüstung, wird aus folgenden Gründen gesucht. Abgesetzte Gestohlene. Wir kämpfen, wir geben uns doch hier nicht näher. Alter, die wollen unser komplettes Gold. Wieso haben wir eigentlich jetzt 621 Gold? Okay, wo ist unser anderer Dude da? Die da hinten lassen wir erstmal wieder in Anführungszeichen verhungern, ne? Okay, er ist als erstes dran. Dann der. Dann der. Okay, also wir sind so ziemlich erstmal hier in der Region dran, alles klar. Bis wohin kannst du laufen? Bis dahin. Ich würde dich dann tatsächlich hier hinlaufen lassen. Und dann visier mal an. Tanky, Tank, Tank. Der Winkel gefällt mir nicht so gut, ne? Aber
Was willst du machen? Dann müsste er theoretisch dran vorbeischießen können. Er schießt jetzt nicht mal einen Mann in den Rücken. Ach, Glück gehabt. Ich bin mir halt gerade nicht sicher, was wir hier machen. Ob wir das einfach aussitzen. Machen einmal taktische Ordnung. Und dann safen wir die Jungs von der Seite weg. Hohoho. Wutsch. Wir hatten Gegenangriff. Achso, was haben wir denn hier? Ich hätte. Shit, hätte ich benutzen können, ne? Ja, hätte ich benutzen können. Dann wäre jetzt am Bluten gewesen, aber egal. Okay, die beiden dürfen noch laufen. Der kann sogar bis hinter denen laufen. Na dann machen wir das so, ne? Nein. Soweit ich mich erinnere, wolltet ihr mich angreifen. Deswegen gibt es auch keinen Rückzug. Der ist als erstes dran, der ist zwar gut gepanzert, aber. Das ist halt so geil, wenn die nicht an dich rankommen, ne? Ja, bis dahin wird in der Runde keiner laufen, ne? Autsch. Ja, ist schon fast zu einfach, oder? Ziehen halt erstmal die Leute von hinten nach, ne? Habe ein bisschen Angst, dass er da nachher irgendwo reingeht und versucht, mich mit dem Speer da noch abzuwerfen, ne? Auch wenn es nichts bringt, aber wir haben halt die Punkte, ne? Tot. Es ist, die Range von ihm ist echt mies, ne? Muss man ja leider so sagen. Ist, ja, ich könnte, aber ich will nicht. Lass ihn lieber nochmal einen Schuss abkriegen. Komm, du darfst. Bums. Oh ja. Wir müssen halt nur halt wirklich aufpassen, ne? Ich weiß halt noch nicht, wie wir mit dem Fahndungslevel, sag ich mal, zur Stadt kommen sollen, ne? Sold steht auch beim nächsten Mal wieder an.
Alles machbar, aber ist das denn Abwehr und Rüstung? Mittlere Rüstung. Und was haben wir hier? Kriegsbogen, Pfeilsalve. Hätte er das auch? Ich glaube, das lassen wir, ne? Ich finde die Pfeilsalve halt gut, auch wenn sie halt vom Grundschaden her ein bisschen schlechter ist, aber die Frage ist halt auch, wer arbeitet mit Speerwaffen? Weil er ist unser Schwertmeister. Unser Schwertmeister macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, eine Speerwaffe in die Hand zu drücken, ne? So, was haben wir hier wieder? Tot oder lebendig? Eine neue Stufe freigeschaltet. Geheimnis und Weisheit. Renndauer um 20% erhöht. Gewähren, wenn du Kampf nicht so leicht verletzt. Die Aggressionsreichweite von Tieren ist verringert. Kosten von Gegenständen der Gilde der Fährtenleser um 10% verringert. Das Ausrotten. Kosten zur Aufwertung einer legendären Waffe verringert. Fackeln halten länger und beleuchten im Kampf einen größeren Bereich. Ja, wie gesagt, diese Fackelmechanik habe ich halt noch nicht so ganz verstanden. Jetzt haben wir irgendwie noch nicht im Dunkeln gekämpft, aber Gefährten werden im Kampf nicht so leicht verletzt. Hört sich erstmal gut an, würde ich erstmal nehmen. Was auch immer das heißt. Ob Blutungsresistenz oder irgendwas damit hochgeht, ich weiß es nicht. Aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder. Okay, ist der Schneesturm nur hier oben? Ja, okay. Dann hauen wir hier mal einmal rein. Die laufen hier überall jetzt rum, ne? Und ich hasse es manchmal, dass du hier an diesen Ecken nicht vorbeikommst, ne? Was haben die wohl für eine Range? Zurück ins Dorf. Wir müssten aber auch theoretisch hier unten den Typen machen, ne? Und wir haben eigentlich genug Gold. Die Frage ist halt, ob wir den auf schwer schaffen, ne? Ich würde mich jetzt mal hier irgendwo hinter dem verstecken. Ah, und dann würde ich sagen, wir haben für diese Folge die drei Folgen fertig. Ich warte bis zum Wochenende, nachdem die drei Folgen online sind. Und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, ob wir den machen sollen. Ob wir auf den hier gehen sollen. Das wäre Schwierigkeitsgrad schwer. Wir sind zwei Leute mehr. Wir sind gut ausgerüstet mittlerweile. Ich denke, man kann ihn vielleicht schaffen. Na, wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir den beim nächsten Mal machen sollen. Ich bin für heute raus. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht habt, gerne ein Abo. Na? Könnt das Spielchen einfach mal draufdrücken, kostet nichts. Würde mich sehr freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.